Stefanie, hallo Axel. Ich habe euch schon vorgestellt, deswegen, ihr seid beide Informatiker, soweit ich informiert bin. Stimmt es? Ja. Ja. Und Stefanie hat in Dortmund studiert und der Axel ist jetzt in München tätig. Deswegen die erste und vielleicht die wichtigste Frage: Borussia Dortmund oder Bayern München? Dortmund! Je nachdem, um was es geht, ich drücke beiden die Daumen, zweifeln aber den Bayern. Okay, die Fronten haben wir jetzt geklärt. Okay, Stefanie, du hast ja wieder ein neues Buch geschrieben, das siebte mittlerweile, mit dem Namen Erfolg ist ein Mannschaftssport. In unserem Vorgespräch und auch so, was ich über das Buch gehört habe, ich habe es leider noch nicht lesen können, ist für dich ganz wichtig, dass du den Fokus auf Grundlagen der Zusammenarbeit in Organisationen richtest. Kannst du das mal ein bisschen näher erklären? Klar, kann ich. Also das Buch ist letztendlich entstanden, weil ich in vielen Begleitungs-, Beratungsmandaten mit Organisationen, die ja alle in irgendeiner Art von Transformation stecken, gerne in einer agilen, immer wieder festgestellt habe, dass so die Basics von Teamdynamiken, müssen wir denn eigentlich im Team aushandeln, wenn formale Vorgaben wegfallen, wie gehen wir denn damit um, dass das wenig geübt ist und auch wenig überhaupt auf dem Schirm der Menschen ist. Also es ist ganz oft so die Idee, ja, wir bauen halt unsere Organisationsstruktur um und dann ist das fertig und dann ist das gut. Dass da aber ganz, ganz viel auf der Teamebene passiert und auch passieren muss, das scheint so teilweise ein blinder Fleck zu sein. Und deswegen habe ich gedacht, dazu schreibe ich mal ein Buch. Okay, schön. Da, über die blinden Flecke hoffe ich, dass wir da später noch ein bisschen eingehen werden. Axel, du bist ja jetzt mehr so aus der Praxis. Die Metafinanz hat 2017 eine Transformation durchgemacht von einer hierarchischen Organisation zu einer dezentralisierten Netzwerkorganisation. Was war eigentlich der Anlass oder die Motivation? Wieso habt ihr das gemacht? Ja, also ich würde sagen, wir haben damals eigentlich begonnen zu spüren, dass uns der Markt wegläuft. Das heißt, wir haben in unseren angestammten Projektbereichen, Kundensegmenten neue Wettbewerber vorgefunden, die plötzlich Themen besetzt haben, insbesondere auch neue Transformationen, Projekte, von denen wir ausgegangen wären, dass wir dort der Partner der Wahl sind. Und uns ist tatsächlich Umsatz weggebrochen und wir waren irgendwie viel zu langsam geworden. Mhm. Und die Veränderung in unserem Umfeld zu adaptieren, ist uns wirklich schwer gefallen. Und mit diesem bisschen Stress, der von außen kam, kam noch dazu, dass wir uns irgendwie selbst blockiert haben in der Organisation. Ja, wir hatten im Wesentlichen eine Zwei-Säulen-Organisation, eine Sales- und Projektorganisation und eine Delivery-Organisation. Und beide Teile haben dann angefangen, Inkompetenzvermutungen zu äußern. Ja, die einen ständig in der Lage, die richtigen Projekte zu akquirieren und die anderen waren nicht in der Lage, die richtigen Menschen in ihren Teams und Skills in ihren Teams zu haben. Das heißt, diese Arbeitsteilung hat uns auch blockiert und so, das war für uns so offensichtlich, dass wir gesagt haben, wir müssen neu nachdenken und uns ganz anders aufstellen. Du hast und darf ich da einhaken, weil ein absolut essentieller, Punkt, den Axel gerade angesprochen hat, ist, die Metafinanz hatte ein identifiziertes Problem. Und ich vermute mal, dass dieses Problem auch für die ganze, also in der gesamten Organisation bekannt und als Problem anerkannt war. Und das ist, finde ich, eben auch super, super grundlegend, aber gerne mal schluderig vernachlässigt. Es braucht schon einen wirklich dringlichen, wichtigen, relevanten Grund für eine Transformation. Ansonsten würde ich immer empfehlen, es einfach zu lassen. Absolut, Stefanie. Also bei uns war das Ganze jetzt nicht irgendwie ein Selbstzweck und weil irgendwie Agilisierung modern ist und Hype,
Ich meine, agile Arbeitsmethoden setzen wir seit über 10 Jahren ein in unseren Projekten. Also eigentlich überhaupt nichts Neues. Aber mit der Organisation die nötige Business-Agilität hinzukriegen, das war echt ein Pain geworden in dieser Dynamik. Und auch wirklich eine Urgency, also eine Dringlichkeit dahinter. Und das war evident in der Organisation. Okay. Axel, du hast ein paar Mal wir gesagt. Woher kam dann eigentlich der Impuls zur Veränderung oder Transformation? Kam der von deinen Kollegen, Kolleginnen oder kam der von der Geschäftsführung? Naja, also wie gesagt, wir haben das natürlich beobachtet und wir hatten ja damals noch Führungskonferenzen und Führungsteams und man hat das dort auch gemerkt, dass eine gewisse Ratlosigkeit da war, wie wir das lösen. Und in unseren beiden Führungsebenen waren sowas wie 60, 70 Menschen über Jahre sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben das dann beobachtet im Board. Also das heißt, auf deine Frage konkret geantwortet, Viktor, wir in der Geschäftsführung haben gesagt, wir wollen da anders ran, ja, und wir sehen auch irgendwie eine sehr radikale Veränderung. Und wir haben uns dann 3 Monate da intensiv beschäftigt, beraten, Unternehmen besucht etc. und dann eigentlich sehr top-down einen Beschluss ergriffen und das Ding in die Welt gesetzt. Und das auch wirklich mit recht wenig Beteiligung in der Ausarbeitung. Also das war bei uns ein Herzensanliegen, der Geschäftsführung für das Unternehmen. Okay. Stefanie, du hast mal irgendwann getwittert, ob irgendjemand eine erfolgreiche Graswurzelbewegung in einer Transformation erlebt hat oder in einer Organisation, die zu einer erfolgreichen Transformation geführt hat. Hast du da Antworten bekommen? Beim Axel haben wir gehört, es war top-down. Also ich weiß es ehrlich gar nicht mehr so genau, was konkret die Antworten waren. Sie waren aber letztendlich alle irgendwie sehr halbherzig. Und ich persönlich glaube auch nicht daran. Also im Moment streiten sich ja mal wieder die Gelehrten, ne, ob nicht Transformation von unten oder von oben stattfinden soll. Ich persönlich habe da einen ganz klaren Blick drauf. Nur von unten kannst du machen, dann A, dauert es ewig lange und B, ist es immer eine Revolution, weil du, wenn du eine Graswurzelbewegung hast, kämpfst du gegen das etablierte System. Revolutionen sind meistens blutig und enden auch so. Es braucht immer jemanden mit der formalen Macht, mit den formalen Möglichkeiten, auch wirklich Struktur zu verändern. Und gleichzeitig sollte es aber eine Transformation sein, zu der zumindest alle Beteiligten eingeladen sind und mitgestalten können. Und so oder so setzt du damit die Menschen in Paradoxien, ne? Von, ja, ist das Bestehende jetzt nicht mehr gut und das Neue, es wird verordnet, also wenn Agilität verordnet wird, ist das ja auch, klingt das ja auch erstmal komisch, aber es ist für meinen Begriff der vielversprechendere Angang. Stefanie, du hast ein sehr schönes Schlagwort oder Keyword gesetzt, Struktur verändern. Davon bin ich auch total überzeugt. Also Menschen sind Weltmeister darin, sich an Systeme anzupassen, an Strukturen anzupassen. Und wenn wir heute beobachten, warum machten wir das so, ja? Warum agiert er so? Dann hat das einen guten Grund. Und es ist seinem System geschuldet, dem System geschuldet, in dem er agieren muss. Und von daher, wenn du anderes Verhalten erzeugen möchtest, dann ist Systemarbeit erforderlich. Und das fängt bei der Struktur an. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben die Struktur von der Pyramide in Kreise umformuliert, ummodelliert. Und als uns das dann klar war, haben wir auch einen Beteiligungsprozess eingeleitet. Ja, und Thema 2 ist natürlich dann das Thema Leadership darin, neu zu organisieren und auch zu verstehen. Und darum geht ja dein schönes Buch auch. Was heißt es eigentlich, Team zu sein? Was ist ein Team? Ja, und bei der Struktur, was ich gerne noch ergänzen würde, ist, dass es ja nicht nur um die formale Struktur einer Organisation geht, sondern auch um die informelle Struktur. Und das ist eben auch was man ein bisschen, ja, durchaus mit Fingerspitzengefühl
bearbeiten oder betrachten muss, weil die informelle Struktur prägt sich ja zum Teil eben auch aus, um trotz der formalen Struktur wertschöpfend zu arbeiten. Und ja, da ist ganz viel nicht explizit Verabredetes drin, das eben auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, fragil oder intim ist. Also was gar nicht alles unbedingt ans Licht gezerrt werden will oder soll. Aber trotzdem müssen wir genauso die informelle Struktur betrachten, weil die ist ja die Verabredung darüber, wie ticken wir denn miteinander, wie arbeiten wir denn eigentlich miteinander. Und das ist, glaube ich, auch was, was oft so bei so einem oberflächlichen Blick auf Transformation vergessen wird. Es reicht eben nicht zu sagen, wir machen jetzt aus Pyramide Kreise, also auf der Ebene, oder wir nehmen jetzt Spotify und dann haben wir unsere Organisation transformiert. Das ist es nicht. Das Schminke. Ja, sehr schön, dass du das so sagst, weil genau, also aus unserer Sicht, und ich folge da total, was Nils auch, Nils Flegel, wunderbar darstellt, dass wir eigentlich in jeder Organisation drei Strukturen haben. Wir haben die Compliance-Struktur, wir haben die Wertschöpfungsstruktur und wir haben die informelle Struktur. Ja? Und in jeder dieser Strukturen brauchst du in einem Unternehmen, und ich bin voll bei dir, viele Organisationen funktionieren trotz schlechter Wertschöpfungsstruktur noch, weil sie eine unglaublich starke oder gefestigte informelle Struktur haben. Und wir haben auch genau das gemacht. Wir haben bei unserem Design dann sehr gut hingeschaut, wie die informellen Strukturen sind, und unsere Wertschöpfungsstruktur sehr an der informellen Struktur ausgerichtet orientiert. Aber dazu brauchst du einen organisationalen Blick in den Spiegel, und zwar einen ehrlichen. Also das ist ja schon eine hochgradig reflexive Tätigkeit. Und dazu braucht es eben auch die Ehrlichkeit mit sich selbst als Organisation und auch als Menschen zu sagen, so sind wir heute, da stehen wir heute. Und daraus zu überlegen, wie müssen wir uns denn jetzt verändern, um irgendwas zu ermöglichen oder irgendwo hinzukommen. Und das ist, glaube ich, auch was einfach noch mehr praktiziert werden darf.